Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal 2 in der nächsten Map von Bluematic. Ich weiß nicht mehr, wie die Karte genau hieß. Sehen wir das irgendwie? Nö. Five Nights at Companions 2.0. Wo hast du das gesehen? Über dir. Klugscheißer. Ist gut, alles klar. Wieso denn? Genau, das ist die Map und wir suchen jetzt diesmal auch diese Map in Rekordzeit zum Knacken und schauen uns mal an. Ja, und der Klugscheißer ist der Lord, hallo. Genau, unser Lord Hell natürlich. Okay, nehmen wir. Wie wollen wir nochmal die Taste mitnehmen? E. E, dankeschön. Ja Leute, ihr seht, wir haben es ewig nie gespielt. Okay, so weit, so schlecht. Ich glaube, du musst da lang, ich da lang, oder? Ich habe den Würfel mitgenommen. Warum? Keine Ahnung, weil der... der den Weg blockiert hat und ich mit denen jetzt mitnehmen kann, hier brauchen kann wieder. Achso. Ich habe meinen übrigens auch dabei. Was ist das für ein geiler Würfel? Der lebt ja. Was? Der Würfel da oben, der lebt. Hilfe! Ein lebender Würfel, ach du Scheiße. Hä? War's das schon? Nee, oder? Nee, jetzt müssen wir wieder hochkommen, denke ich mal. Hier liegen tausend andere Würfel. Hier liegt ein dieser Glaswürfel da, mit dem man Laserstrahlen abwehren kann. Dann liegt hier ein Herzwürfel und ein anderer noch, ein blauer. Nee, verdammt. Warum bist du da hoch? Weil ich einen anderen Würfel holen will. Wieso? Was ist der da oben, der lebende? Stefan, hier ist übrigens noch eine Kammer. Da liegen auch vier Würfel. Hä? Oh Gott, das wird irgendwie, ich hab's gesagt, wird kompliziert. Da ist noch eine Kammer mit vier Würfeln. Ja. Was sind das für Würfel? Vielleicht sollten wir zuallererst mal die beiden Würfel wieder dorthin legen, wo sie waren. Nö, die waren nur für die Tür. Meinst du? Ja. Und du wirst also jetzt den Würfel da holen, oder wie? Ja, ich werde die entsprechend stapeln hier. Machen wir jetzt einen Würfel, machen wir jetzt eine Treppe. Ich sehe das für logisch irgendwie. Ja. Was ist hier hinten noch? So, wieder ein Raum mit Würfel? Ja, naja, hier oben hast du auch noch einen Haufen Würfel liegen übrigens. Hä? Hier sind nur Glasscheiben. Das soll das Klo darstellen, oder wie? Hä? Ja. Hä? Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Was? Ja, schau mal, wie das Klo sieht's aus. Oh, da fehlen die Toiletten drin. Sehr logisch. Komm mal Blumetik, zu mir. Was ist das? Komm mal zu mir. Wo bist du denn? Ich weiß, dass da oben noch mehr Würfel liegen. Ja, komm mal zur Tür. Oh. Hä? Was? Ja. Okay. Ich glaube, diese Folge lassen wir mal gleich zusammenschließen, weil das ist ja, das war ja kein Testkammer. Das gibt Daumen nach unten. Das bitte schön. Nee, warum? Das ist ja lüb. Ja, aber das ist ja keine Testkammer. Na doch. Ja, testen und wie es schnallen oder was? Ja, genau. Wie lange es dauert, bis es die. Oh, jetzt kommt Portal Room von Brain Assassin. Eieiei. Schauen wir, was uns da erwartet. Hoffentlich ist es ein bisschen eine Herausforderung. Ja. Viel schlimmer kann es ja nicht werden. So, wir haben ja gerade den Ersteller genannt. Genau. Und okay. Portal Room. Oh. Oh, oh. Au! Hier wird geballert. Oh, scheiße. Sagtest du gerade was? Herausforderung technisch irgendwie? Ja, rennen. Klar, wenn was sonst. Man ballert auf mich. Warum? Da oben stehen sie ja auch rum. Wir können überall Portale setzen. Oh. Pass auf, du wirst beschossen. Wir wollen erstmal die Geschütze loswerden. Aber das geht ja nicht. Ah! Hey! Sei vorsichtig mit deinem Portal, bitte! Ich hasse dich nicht. Stefan? Ja? Lebst du noch? Ja?
Ah, genau das ist nämlich die Idee. Richtig. Oh. So, okay, die werden mal ausgelöscht. Das hat er gut gemacht. Sag ich jetzt mal. Was war weiß nochmal? Hä? Was war denn das nochmal von der Brühe hier? Hm? Mach mal ein Portal. Warte mal. Was war denn das nochmal für eine Brühe? Ach so! Mach. Damit könnte man ja Portalstellen erschaffen, ne? Ja. Warte mal. Erstell mal ein Portal. Dreh dich mal auf die rechte Seite hier. Auf die andere Seite, genau. Links. Mach mal ein Portal oben, da wo der Strahl in die Wand geht. Meinst du da? Ja, Gegenportal auf meins oberhalb da, wo ich schon habe. Gleich oberhalb vom Strahl habe ich eine Seite an der Wand. Ja, wo soll ich meins hinmachen? Eben da, genau da drauf. Ach so. Okay, und jetzt kommst du zu mir hoch. Ja, dann machen wir das Portal auf. Das ist schon wieder so ein simples Ding. So, rüber. Wieder durchs Loch. Durchs Loch, wie das wieder klingt. Wie? So, jetzt denke ich, wir müssen nur in diesem Beamstrahl jetzt. Glaubst du, dass das so einfach ist? Ich glaube schon. Komm. Tatsächlich. ja. Ja. Wir rennen ja okay. durch die Maps. Ich gebe trotzdem jeder Map Daumen hoch, weil ja. Ich kann sowas nicht. Da gibt es ja einen Daumen hoch. Das war übrigens die Herausforderung jetzt. Okay. Na gut, das war jetzt 6 Minuten. Da geht noch eine mehr. merkt ihr mal den Titel. Punch and Laboratories. Was? Co-op Special, na gut, das brauchst du nicht. Medium. Medium ist für Mittel. Von Karun. Oder Karun. So. Okay. Ja. Ein Punkt. Tja, einer muss drauf stehen bleiben. Was siehst du da? Hey, was war denn das? Okay, jetzt hole ich dich wahrscheinlich rüber. Indem ich... Na, komm her. Den hier reinpassen. Passiert was? Ja, ist was aufgegangen. Gut. Kannst du noch was machen? Keine Ahnung. Oder weg wieder oder rückgängig wieder oder sowas? Was denn? Würfel wegnehmen? Ja. Okay, gut. Jetzt kommt Achtung! Laserstrahl. Okay, der Laserstrahl. Warte mal, wenn ich jetzt hier was mache, was passiert dann? Was macht der Knopf? Ich habe übrigens eine orangene Masse, also. Ja, und ich habe einen Laserstrahl. Warte mal, Laserstrahl muss ich mal so. Ich habe immer so Bildzuckung drin, was ist denn das? Moment mal. Wieso trifft der Laserstrahl nicht? Wen? Ja, hoffentlich nicht mich. Warte mal, ich will jetzt gerade. Wenn ich hier drauf drücke, was passiert dann? Ich weiß nicht. Ach so, da erscheint irgendwas. Oh, hä? Oh, hier ist ein Riesengang. Moment. Ach nö. Der ist relativ sinnlos, der Gang. Ja, warte mal, ich hab hier was. Bei mir kann ich ja noch was drücken. Dann drück mal. Aber ich habe noch eine andere Idee immer. Ah, hier steht wegen dem Würfel etwas. Moment. Mach einen Würfel ins Loch da. Warte mal, jetzt habe ich einen Schalter noch bei dir drüben. Ja, ich habe ihn ja gerade betätigt. Oh, aber irgendwie es läuft gerade Zeit bei dir. Wer läuft? Geh mal zurück. Ach so. Warte mal. Was war nochmal? Was Portal. Noch mal orange? Speed. Okay, wenn ich den Schalter drücke, dann geht das Portal da weg. Dann kannst du hier durch. Kannst du ein Portal setzen durch den Speed. Also mach mal unter Grütze ein Portal. Gut, jetzt gehst du wieder zurück. So, jetzt bleibt ein Portal. Jetzt musst du irgendwas mit dem Speed anfangen bei dir drüben. Irgendwo. Kannst du Speed jetzt verteilen, wenn du dich in das Gegenportal setzt. Ja. Best verteilst du es mal überall, wo du kannst. Bin schon dabei.
So, ich habe jetzt den ganzen Gang mit Speed ausgelegt. Ich habe aber keine Ahnung, was das bewirken könnte. Außer, dass ich voll gegen die Wand renne. Ich habe hier noch einen Schalt bei mir und ich weiß nicht, was der genau macht. Ich mache es mal aus wieder. So. Oh, warte mal, ich sehe das. Oh, du standst gerade richtig. Warte mal. Den Würfel muss ich dir irgendwie zukommen lassen. Ja, warte mal. Dein Würfel müsste eigentlich. Nimm mal den Würfel weg kurz. Siehst du, da hast du so eine gepunkte Linie beim Würfel, der weggeht. Weißt du, was ich gerade sehe? Was? Ich habe hier noch eine Portalfläche. Und tschüss. Wie tschüss? Jetzt ist das Portal weg vom Speed da. Ja. Nö, brauche ich ja nicht mehr. Das Ding ist ja ausgelegt. Hier oben ist noch ein Portal. Was bringt uns das? Ach so. Ich verstehe nicht. Das musst du machen, wenn überhaupt. Hä? Ich kann nicht zu dir rüber. Warte, ich muss mal schauen. Ich kann ja bei mir hoch hier. Das Problem, ich kann hier einen Laser setzen. Wo bringt mir der Laser was? Was passiert, wenn du auf den Knopf drückst? Du. Dann leuchtet mir der Würfel. Irgendwo kommt anscheinend Würfel runter, angeblich. Nee, irgendwas bewirkt das bei mir. Ach so. Hä? Drückst du mal auf den Knopf hier? Ja, dann ist das Portal weg. Ach so, das war das. Ja, genau. Diese gelbe Linie. Was bringt mir dieser Portal hier? Was bringt mir denn das? Das ist eine gute Frage. Was bringt mir der Laser hier? Warte mal, ich überlege jetzt gerade. Ich sehe den Laser nicht genau dahin. Aber weißt du was? Ach, ich habe eine Idee. Kann ich den Laser zu dir überschicken eigentlich? Geht der Laser durch die Wand durch? Oh, der geht zu dir durch. Aha. Was? Schau mal, der Laser geht durch die Wand zu dir rüber. Wow, das ist ja gefährlich. Jetzt ist die Frage, können wir das machen? Ich kann hier kein Portal setzen. Ich kann das schon mal. Hä? Ich sehe eine Möglichkeit, wo ich das nutzen könnte, aber ich komme da gar nicht rüber. Ich sehe hier gerade. Jetzt war's weg. Ja. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie läuft das Spiel halt seltsam bei mir? Warte mal, lauf an diesen Gang entlang, wo du gesagt hast, ich schaue es mal dir nach, wie es aussieht. Nee, warte mal kurz, ja, das könnte gehen. Kannst du mal kurz auf den Knopf da drücken? Wie lange ist dann Zeit für mein Vorhaben? Was hast du vor? Ja, mal sehen, vielleicht klappt es ja sogar. Ah. Ja gut, die Zeit ist nur, dass das Portal offen bleibt. Du musst nur durch und dann ist es egal, wie lange du hast. Naja, hehe. Aber wenn das Portal wieder zugeht, dann ist ja meine Punkte auch weg. Ja, aber das Portal geht ja nur. Die Punkte bleiben. Okay, drück mal auf den Knopf. Warte mal, welches habe ich? Das. Ich probiere einfach mal was aus. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas bringt. Das war gar nicht. Ich hab dafür, das müsste so eigentlich gehen. Nee, geht nicht. So hoch. Au, was bringt mir denn das hier schnell zu rennen? Bumm. Hast du irgendwie noch einen Knopf, den du drücken kannst? Warte mal. Ja, irgendwas musst du bewirken da. Der Punkt, der geht da drüber zu dir. Was macht denn der? Ja, das ist wenn... Eben, ich denke mit dem Laser. Na, dann probier mal. Jetzt kann ich dich rösten so versuchen. Hey, du bist verrückt. Du! Ich geh mal lieber in Deckung. Wie bist denn du da rübergekommen? Ich habe eine ganz blöde Idee. Ja? Warte jetzt mal. Die wer? Und der hier bewirkt nur, dass der Laser ausgeht, oder wie? Ich habe eine ganz blöde Idee. Weißt du welche? Ja. Nö. Welche? Warte, ich rede es gerade. Wie würde mir Speed was bringen? Weißt du, ich komme wahrscheinlich...
Kannst du mal die Klappe aufmachen, ganz am Anfang? Wie hast du das gemacht, dass ich hier weiter konnte? Hehe. Kann ich nichts mehr. Da tun wir jetzt. Kann ich nichts mehr machen, jetzt ist bei mir hier eine Klappe zu. Ach so. Das wurde so abgeregelt. Hm? Okay. Also komme ich eh mal nicht zurück, das heißt, wir sind hier drin. Ja. Ich komme hier noch irgendwie hoch, nur. Wie ist die Frage? Habe ich irgendwo ein Portal vielleicht? Kannst du mal deinen Gang durchlaufen, wo du gesagt hast, dieser lange Gang? Ich will dir mal anschauen bei dir, wie der aussieht. Siehst du was? Ja, du hast alles Portalfläche oben. Ja. Und hier, das ist eine Tür, die du aufmachen musst, glaube ich. Moment mal. Mit dem Laser. Ja, eigentlich habe ich die Laservorgabe. Der Laser geht auch so hoch. Ja, ich weiß. Das du ist kriegst das Problem. Ding da dran. Wie soll denn das gehen? Hä? Irgendwas übersehen wir. Ja, ich geh mal da hoch. Da kann Moment mal, du hast hier noch einen Auslöser. Nimm doch den. Was? Dort ein Portal setzen und drüben an der gegenüberliegenden Wand. Du hast doch hier auch einen Auslöser. Den hier? Der andere ja, Seite. Das mache ich die ganze Zeit, schau. Und er geht oben durch. Ich kann das Portal nicht versetzen, das ist ja schon an der Wand. Hä? Das ist das Problem. Und dir kann ich es auch so rüber setzen, aber es ist immer so hoch. Er ist immer so hoch, der Laser. Hm. Wenn ich hier das Gegenstück versetzen könnte, aber das ist immer so hoch. Das ist das Problem. Warte mal, ich geh jetzt mal hoch. Ich da oben was ich kann ja bloß das. Ich kann bloß den Server. Also machen wir halt, ne? Die Plattform hier. Kann ich die Plattform hier bewegen? Hier drüben sehe ich noch eine Spawnfläche, aber ich komme da nicht hin. Wo bist du? Wo bist denn du? Oben auf der Plattform bin ich jetzt. Achso, na gut, das sehe ich dich natürlich nicht. Ja, das ist schon etwas herausfordernder. Aber wenn du Tab drückst, siehst du, wo ich hinschaue. Dann siehst du, dass da eigentlich noch was wäre. Ja. Aber ich kann da nicht durchschießen, oder? Zum Portal setzen. Ich müsste da irgendwie rüberkommen. Und da ist auch noch so eine Laserfläche. Nur diese Plattform, auf der ich stehe, die wäre eigentlich bewegbar. Irgendwie bewegt die sich. Indem du wahrscheinlich irgendwo einen Strom dazu machst. Die Frage ist bloß, wie du den Laser umgeleitet kriegst. Gibt's irgendwo, haben wir irgendwo so einen Würfel übersehen, zufällig? Am Anfang war ich nichts irgendwie. Ich habe wohl nichts gesehen. Hä? Ja. Also ich kann hier bloß rennen und gegen die Wand rennen. Kann man... Wir starten. Wir machen auch hier einen Unterbruch und bei der nächsten Folge starten wir die Map neu und dann tauschen wir mal die Seiten. Vielleicht seht der eine, was das andere nicht gesehen hat, zum Beispiel. Ach, und du meinst, ich sehe hier mehr als du? Vielleicht umgekehrt, ja, wer weiß. Na gut. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und schaut beim nächsten Mal rein, wenn wir diese Map normal versuchen und mal die Plätze tauschen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.